sind, über den Daumen gepeilt, steht jetzt noch ein. Am 15. November hat man leider auch sehen müssen letztes Jahr, wie schnell der Konflikt zwischen der Russland und Ukraine auch auf NATO-Mitgliedsländer überschwappen kann. Als die zwei polnischen Staatsbürger durch diesen Fehlschuss einer Rakete ums Leben gekommen sind. Das ist sicherlich einer der Auslöser davon, warum Deutschland jetzt mit Patriot die NATO-Ostflanke auch in Polen unterstützen wird. Insgesamt freuen wir uns, dass wir dieses System dort auch den Polen so anbieten können und diesen Schutz dort verstärken können. Wir sind nicht die einzigen Verteidigungskräfte bodengebunden. Die Briten und Amerikaner sind auch vor Ort. Jetzt kommen wir zusätzlich dazu und können halt so sicherstellen, dass der NATO-Luftraum und damit auch das polnische Staatsgebiet, die Infrastruktur, aber auch die Bevölkerung dort geschützt wird. Also Angst würde ich das nicht beschreiben, sondern eben Respekt, da wir uns zwar immer noch in einem Land in Europa befinden, aber jedoch der Krieg eben nicht weit entfernt ist.